Unzählige Perspektiven, die sich im Nebel verliefen, und dennoch Tropfen dieser Wünsche in unsere derzeitigen Handlungen entfließen. Viel zu viele Bilder im Kopf, die Verarbeitung fällt schwer, doch eine Frage, warum strapazieren wir unsere Reize so sehr? Kann uns denn nicht einmal gefallen, was wir haben, und warum überlegen wir an so vielen Tagen, was wir vielleicht noch an Potenzial in uns tragen? Bis wir während dem Versuch, etwas zu verbessern, still und leise verzagen. Können wir uns nicht einmal erfreuen? Erfreuen an den Dingen, die uns individualisieren, oder müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, was wir ansonsten noch verlieren? Talente, Interessen, Möglichkeiten, uns zu entfalten. Doch welchen Trieben verdanken wir diesen ekelhaften Zustand, uns einsam zurückzuhalten? Und nicht einfach machen, was uns Freude bereitet, ein Angebot der Verewigung, welches man der Masse unterbreitet, um nicht vergessen zu werden und die Zeit totzuschlagen und unseren Geist abzulenken von den Dingen, die in uns eines erwecken, das Unbehagen. Unbehagen durch eine zu lange Periode, deren Licht langsam schwächer wird wie das einer veralteten Leuchtdiode. Doch würden wir uns nur auf diesen Punkt fixieren, uns nicht wegen Scheitern oder Erfolg herumschikanieren, würden diese Dinge denn dennoch an Wert verlieren? In der Gesamtheit ihres auftretenden Bildes zwar nicht, doch der Wert, der mit Hilfe von Gaben etwas erreicht zu haben, sicherlich.